Das Jahr 2024 ist da und ich lehne mich mal in diesem Video ein bisschen weiter aus dem Fenster und treffe ein paar Vorhersagen, von denen ich überzeugt bin, dass sie 2024 für den 3D-Druckbereich eintreffen werden. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Den Anfang machen wir mit Druckern wie diesen hier. Das ist der GTEC Alkite. Und ich meine jetzt nicht Resin-Drucker, sondern ich meine Low-Budget-Drucker im Allgemeinen, also sowohl Resin als auch FDM. Und ich glaube, wir werden dieses Jahr nochmal ein ganz anderes Niveau an Low-Budget-Druckern sehen. Wir haben zwar schon günstige Drucker, die mit 200, 300 Euro schon recht okay sind vom Preis her, aber der Alkite hier zum Beispiel mal kommt mit 99 Dollar Einstiegspreis daher. Das ist nochmal eine ganz andere Messlatte, wo die Einstiegshürde für manche Leute nochmal ein bisschen herabgesetzt wird, was ich persönlich gut finde, weil dann erstmal Leute ins Hobby reinkommen und das Ganze dann weiter ausgebaut wird. Und ich bin der Überzeugung, dass das Ganze auch im FDM-Bereich und auch im Resin-Bereich natürlich weiter fortschreiten wird. Das heißt also, Drucker wie dieser her, wo man Technik, die jetzt schon 1, 2, 3, 4 Jahre alt ist, verbaut, das Ganze so günstig wie möglich produziert, um es dann entsprechend einer neuen Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Das ist, glaube ich, ein Trend, den wir 2024 sehen werden. Das heißt also, die Technologie vom Ender 1 vielleicht sogar irgendwie neu verpackt in einem neuen Gehäuse oder einem neuen Gewand wird dann irgendwie dargestellt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Core X-Wide-Drucker erstmal auf den Markt kommen. Vielleicht für einen Einstiegspreis von 200, 300 Euro. Also, dass sich der Preis noch mal ein bisschen weiter nach unten durchsetzt. Und dass die neuen High-End-Drucker neue Technologien natürlich drin haben. Und dass wir was Ähnliches sehen wie im Automobilbereich, wo die neue Technologie erstmal in den ganz großen Autos reinkommt und dann natürlich sich das Ganze nach unten weiter durchsetzt, bis es irgendwann dann in den Kleinwagen drin ist. Und sowas Ähnliches werden wir hier wahrscheinlich auch sehen. Der zweite Trend, den wir dieses Jahr vermutlich sehen werden, und da muss ich jetzt mal Angus von Makers Muse widersprechen, ist, wir werden wahrscheinlich hier in Europa und vielleicht auch in den USA relativ viel mit Recycling zu sehen bekommen. Das bedeutet, wir haben schon auf der Formex gesehen, es gibt 3D-Evo, die schon seit Jahren ihre Recyclingfabrik, sage ich mal so, anbieten, ja, wo man auf der einen Seite geschreddertes Material oder auch grobe Stücke von Material reingibt, das Ganze geschreddert wird, in der nächsten Station getrocknet und dann natürlich auf eine Filamentspule aufgewickelt wird, als Filament, was man auch wirklich drucken kann. Und es gibt natürlich auch Anbieter wie die Recyclingfabrik. Werden wir dieses Jahr auch nochmal vorbeischauen, da bin ich gerade einen Termin am Abklären. Wer das also nicht verpassen möchte, gerne Kanal abonnieren. Es wird in Braunschweig dann, auch wenn wir da diesen Termin haben, danach nochmal einen Stammtisch geben, wo wir uns abends nochmal gerne zusammensetzen und was essen gehen. Wer das auch nicht verpassen möchte, kann mal unten in der Videobeschreibung gucken, das ist unser Discord. Da werde ich auch so einen Termin einstellen, dass wir uns da mal ein bisschen zusammenfinden können. Und das wird natürlich auch ein großes Thema sein, dass man sich einfach mal so einen Sack packt oder halt eine Kiste packt mit, keine Ahnung, 2, 3, 4 Kilo Material, wo man Supportmaterial oder ähnliches hat oder aber auch leeren Spulen, die man denen dann einschicken kann, dass die das Ganze dann verwerten, entweder weil sie auf die leeren Spulen das Material aufwickeln oder halt das geschredderte Material wieder zu neuem Material verwenden. Und das ist natürlich ziemlich genial, wenn man so ein System hat. Alternativ dazu bieten mittlerweile Hersteller wie Form Futura oder Nobofil, ihr habt es gesehen im letzten Video, Möglichkeiten an, das Material, das recycelte Material wieder zu Filament zu verarbeiten und bieten das natürlich zum Verkauf an. Das hat eine sehr hohe Qualität und ich denke, wir werden in 2024 sowas durchaus öfter sehen, dass Hersteller jetzt auf diesen Recycling-Trip aufspringen und sagen, okay, wir können da und da recyceltes Material herbeziehen und gießen das entweder komplett oder zu einem gewissen Teil in die Produktion mit ein, dass wir dort entsprechend dann Material haben, was zu einem gewissen Prozentsatz mit recycelten Materialien hergestellt worden ist. Das wird mit Sicherheit, denke ich, noch ein bisschen mehr Aufschwung gewinnen in 2024. Vielleicht wird es auch nochmal Anbieter geben, die das dann für Heimlösungen erschwinglich machen. Also, dass man zu Hause einen kleinen Schredder hat und eine kleine Filamentproduktion oder ähnliches. Es gibt ja schon von CNC Kitchen, von Stefan, eine Möglichkeit, wie man das Ganze im Spritzgussverfahren, das geschredderte Material irgendwie verarbeiten kann. Und da gibt es auch schon Firmen, die Startups, die jetzt Produkte darauf aufbauen, dass sie halt Plastikabfälle nehmen, schreddern und dann über Spritzguss zum Beispiel mal in Sonnenbrillen oder sowas in der Richtung gießen. Das ist natürlich auch ziemlich genial und ich denke, sowas werden wir öfter sehen, auch im 3D-Druckbereich jetzt im Jahr 2024. Über den nächsten Punkt habe ich sogar schon mal ein Video gemacht, nämlich künstliche Intelligenz. Das, wovor immer viele Angst hatten am Anfang, ach, es wird uns allen die Arbeitsplätze wegnehmen, passiert erstens gar nicht so schnell.
Und zum anderen bin ich der Meinung, dass wir zwar den einen oder anderen Versuch sehen werden, dass nochmal Generatoren, die dann komplette Objekte wie so eine Flasche oder aber auch komplexere Objekte wie so eine Knipex hier versuchen zu erstellen über eine Kommandozeileneingabe oder über Fotos. Das gibt es aktuell schon. Bin ich gerade nochmal ein bisschen am Recherchieren, weil eine Plattform weggebrochen, wenn ich das erste Video recherchiert habe. Aber es gibt noch eine andere Plattform, die gucke ich mir gerade an und versuche da gerade ein bisschen Fuß zu fassen, wie das Ganze funktioniert. Nur ich bin noch nicht überzeugt davon, was denn da an Ergebnis rauskommt. Denn das sieht alles noch so ein bisschen, naja, mit der Textur ganz schön aus, aber sobald man die Textur wegmacht, erkennt man das Objekt teilweise gar nicht mehr wieder. Und die Art und Weise, wie diese Technologie dann 2024, denke ich mal, eher zum Einsatz kommt, ist, dass man sagt, man hat ein Objekt in einem CAD-Programm. Man hat jetzt hier, wie hier oben in der Flasche zum Beispiel mal diese Rillen drin und sagt zu der KI, okay, ich möchte hier oben nicht die Rillen drin haben, sondern, was weiß ich, eine Spirale. Ja, oder Kugeln. Oder was weiß ich wie. Ja, dass man hier oben so eine Golfballstruktur drauf machen lässt oder sowas in Richtung. Dass im CAD-Programm quasi die künstliche Intelligenz einen unterstützt, das Objekt zu gestalten. Dass also nicht das komplette Objekt gestaltet wird, sondern nur einzelne Elemente, bestimmte Prozesse ausgeführt werden, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt hier über die Oberfläche das und das Muster verteilt haben. Oder erzeug mir doch mal einen Kreis mit dem Durchmesser, das dahin passt. Und sowas werden wir wahrscheinlich in 2024 vermehrt sehen, dass also die Hersteller von CAD-Programmen in der Art und Weise künstliche Intelligenz mit einbinden. Ähnlich wie es bei Photoshop ist, dass man ein Foto hat und dann der KI sagen kann, erweitere mir doch mal das Foto bitte um so viel Zentimeter auf jeder Seite und füge mir da noch, was weiß ich, wenn es ein Landschaftsfoto ist, da bitte im Vordergrund noch einen See ein, im Himmel noch ein paar Wolken ein und dann noch die Sonne oder sowas in Richtung, dass man das da noch so ein bisschen bearbeiten kann. Ähnlich, denke ich, wird es auch im 3D-Druckbereich in den CAD-Programmen sein, denn dass wir jetzt von vor einem Jahr im Prinzip gestartet bis Ende des 2024 Jahres sehen werden, dass da jetzt eine komplette KI so ein Objekt perfekt zum Drucken und perfekt zum Spritzgießen halt raushaut, glaube ich, ist noch nicht der Fall. Das wird noch ein paar Jahre dauern und von daher habe ich da auch nicht so großartig die Panik dran. Und selbst wenn, es ist ein Arbeitswerkzeug, damit müssen wir jetzt lernen umzugehen und ich sehe da eigentlich eher positiv gestimmt in die Zukunft, dass wir dadurch nur noch mehr Möglichkeiten bekommen, Dinge zu gestalten. Und wenn wir gerade beim Thema CAD-Programme sind, möchte ich darauf auch gerne noch mal ein bisschen eingehen. Denn ich bin der Meinung, dass wir 2024 eine stärkere Liberalisierung von den Programmen sehen werden. Das bedeutet ganz einfach, der Preis geht nach unten, die Features werden mehr, es kommen mehr Konkurrenzprogramme auf den Markt und wir haben eine größere Auswahl und damit auch mehr die Möglichkeit, in der Community nochmal Sachen zu gestalten, die wir dann drucken können. Was ich mir wünschen würde und was auch schon so zum Teil umgesetzt wird, ist, dass es mehr Programme gibt, die rein auf den 3D-Druckbereich ausgerichtet sind. Also sprich sowas wie Shaper 3D, die jetzt auch anfangen, eine parameterbasierte Historie einzupflegen. Vielleicht macht das Plasticity auch in irgendeiner Art und Weise. Würde auch reichen, wenn es nur eine Historie ist, weil es ist ja eigentlich ein Modeling-Programm, ja. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass das mehr passiert. Blender, da ist jetzt auch ein neues Sketcher-Plugin rausgekommen. Das finde ich auch super spannend, werden wir uns auch nochmal anschauen dieses Jahr. Und ich glaube, da wird einiges passieren, dass nochmal mehr Leute in das Thema CAD reinkommen. Denn mit Druckern wie dem MK4, dem K1, den Bambu-Druckern und auch den anderen Druckern, die noch alle in der Pipeline stehen. Ich habe noch so 2, 3 in der Mache, wo ich jetzt demnächst ein paar Videos drüber drehen werde. Wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Da ist es mittlerweile so, dass man da nicht mehr dran rumschraubt, sondern dass man den Drucker einfach hinstellt, Start drückt und das Ding dann das druckt, was man ihm entgegenwirft. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns weniger um den Bau vom Drucker kümmern. Also auch in den Videos und auch auf den YouTube-Kanälen wird man weniger Bau von dem Drucker sehen, sondern eher Projekte, wie jetzt zum Beispiel das Lichtschwert oder Rüstungen oder andere Projekte, die man dann natürlich auch irgendwie umsetzen muss. Das heißt, man braucht ein CAD oder ein Modeling-Programm. Und da, glaube ich, werden wir mehr in die Richtung Content sehen und auch mehr Entwicklung sehen für uns jetzt im Consumer-Bereich, dass dort sich einiges tut. Und da freue ich mich natürlich drüber, dass jetzt Fusion 360 sozusagen als Platzhirsch ein bisschen abgelöst wird mit seiner, naja, mit seinen Features, die wir eigentlich zum Großteil gar nicht brauchen im 3D-Druckbereich, sondern da auch günstigere Anbieter wie Plasticity oder aber auch Shaper 3D auf den Markt stürmen oder auch das Sketcher-Tool von Blender, dass dort günstige Alternativen auf den Markt kommen und wir dadurch mehr Möglichkeiten haben und das Ganze ein bisschen liberaler wird vom Markt her und wir doch auch Möglichkeiten haben, endlich mal Alternativen zu nutzen. Und ich glaube, das wird ein spannendes Jahr 2024. Damit wären wir am Ende des Videos angekommen.
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wer das alles nicht verpassen will, was hier auf dem Kanal noch kommt, der kann natürlich den Kanal abonnieren. Video liken nicht vergessen. Vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor und an meine Patreonen. Und damit Hot Line, Happy Printing und ciao.